Herzlich willkommen zurück zur Female Football Academy. Wir haben schon recht viel gehört heute und gestern. Und jetzt geht es weiter mit einer sehr spannenden Session zum Thema Neuaufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung in einem Männerverein. Unsere Vortragende ist Svenja Schlenker. Die 38-jährige Diplom-Betriebswirtin arbeitet bereits seit 2007 für ihren Herzensverein Borussia Dortmund. Anfangs noch im Team von Sport 5 wechselte Svenja 2010 direkt zum Verein, um das Kinder- und Jugendmarketing sowie den Eventbereich stetig voranzutreiben. Die Fußballliebhaberin spielt selbst viele Jahre Fußball und füllt ihren Aufgabenbereich nicht nur mit viel Herzensblut, sondern auch mit dem Wissen der eigenen Erfahrung. Beim Aufbau der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball steht Svenja für den Dortmunder Weg ein und sagt, wir möchten organisch von unten nach oben wachsen, dies allerdings in ambitionierter Art und Weise. Svenja, ich hoffe, du bist jetzt da, wunderbar, wir sehen dich. Wir würden dir jetzt das Mikro übergeben und dir freie Fahrt lassen für deinen Vortrag. Viel Freude. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Vorzustellen brauche ich mich ja jetzt nicht mehr, das hast du bereits getan. Und ich hoffe, ihr seht meine Präsentation. Wenn dem nicht so ist, bitte einmal kurz Bescheid sagen. Du hast es eben schon gesagt, ich bin seit 2007 für Borussia Dortmund tätig und habe eigentlich schon an meinem ersten Tag gefragt, weil ich dort damals selber noch aktive Fußballerin war, hey, was ist hier los? Wieso gibt es hier keine Mädchen- und Frauenmannschaft? Ich möchte auch für meinen Herzensverein spielen. Ich möchte das schwarz-gelbe Trikot tragen. Und bekam darauf eigentlich nie so richtig eine Antwort. Es wurde dann immer gesagt, ja, wir haben Frauenhandball und wir konzentrieren uns auf den Männerfußball. Es ist noch nicht an der Zeit. Und ich habe tatsächlich nie aufgegeben, nach dem Thema zu fragen, habe aber gemerkt, so boah, irgendwie so richtig durch komme ich nicht. Und dann hat es mich umso mehr gefreut. Jetzt geht es natürlich hier nicht. Moment. Dann hat es mich umso mehr gefreut, dass unsere Fans auch nochmal darauf aufmerksam gemacht haben. Nämlich zum einen 2019 bei einem Heimspiel im Stadion und zum anderen kurze Zeit später auf unserer Mitgliederversammlung. Und dann waren wir mehr oder weniger gezwungen, uns tatsächlich doch mal darüber Gedanken zu machen, warum wir bisher keine Antwort haben auf die Frage, die ich damals gestellt habe, auf die Frage, die sich ganz, ganz viele gestellt haben, und haben uns dann darauf geeinigt oder festgestellt, dass es einfach nicht zeitgemäß ist, keine Frauenfußballmannschaft zu haben. Wir haben dann eine Projektgruppe gegründet, der ich vorstehen durfte. Daran teilgenommen haben über 20 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Unternehmen, aus vollkommen verschiedenen Abteilungen, einige Fanvertreter. Und ich war sehr überrascht, positiv überrascht und begeistert, wie viel Interesse überhaupt an dem Thema besteht. Wir haben dann eine Umfrage entwickelt, haben sie an all unsere Mitglieder ab 18 Jahren und an all die Dortmunder Vereine, die Mädchen- und Frauenfußballmannschaften haben, verschickt und hatten unter anderem eben die Frage so, wenn wir diesen Weg gehen, wie sollen wir ihn gehen? Sollen wir eine Lizenz kaufen aus der ersten oder zweiten Liga und direkt ganz oben einsteigen? Sollen wir eine Kooperation eingehen und vielleicht einen hochklassig spielenden Verein übernehmen? Oder steigen wir irgendwo mittendrin ein, in die Oberliga zum Beispiel? Ich hatte das gelesen, dass andere Vereine sowas getan haben, wäre also auch eine Option gewesen. Eine weitere Option war eben der Einstieg in die Kreisliga oder aber, ob wir nicht doch es sein lassen sollten, eine Frauenmannschaft zu gründen. Das Ergebnis ist aber hinlänglich bekannt. Es haben unfassbar viele Mitglieder an dieser Umfrage teilgenommen und haben sich für den Einstieg in den Frauenfußball ausgesprochen und fanden unseren Weg, nämlich ganz unten zu starten und dann wirklich organisch, aber trotzdem ambitioniert zu wachsen, haben sie für den richtigen gehalten. Und deswegen ist dieser Dortmunder Weg entstanden und das
Projekt ist mittlerweile kein Projekt mehr, sondern ist eine eigene Abteilung unter dem Dach der KGaA und besteht aus insgesamt 7 Mitarbeitern, die ich führen darf. Und mein Team setzt sich wie dargestellt zusammen. Christian Timm war früher Fußballprofi, hat einige Zeit bei uns gespielt und ist jetzt Spielerinnenberater, hat in diesem Sektor sehr, sehr viel Erfahrung. Annike Kran ist hinlänglich bekannt, denke ich, auch ehemalige Fußballspielerin, unfassbar erfolgreich, hat zahlreiche Titel gewonnen und gehört meiner Meinung nach, wie viele andere ehemalige Fußballspielerinnen auch, einfach in den Frauenfußball. Und eine bessere Perspektive können wir meiner Meinung nach nicht bekommen, denn sie hat das live erlebt, sie kennt sich aus, sie kennt Strukturen, sie kennt die vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Sie kennt die Vor- und Nachteile und deswegen freue ich mich sehr, dass sie dabei ist. Wir haben natürlich einen Teammanager, der momentan auch sehr viel administrativ arbeitet und mich im Büro unterstützt. Und natürlich 3 wunderbare Trainer. Auch die 3 haben eine besondere Geschichte und zwar ist sehr wichtig, dass die 3 zu uns passen, dass sie zu unseren Werten passen. Und der Cheftrainer ist zum Beispiel ein Dortmunder Junge, Borussen-Fan durch und durch und hat lange Zeit schon mit Dustin Wurst Trainererfahrung sammeln dürfen im Frauenbereich, hat Regionalliga trainiert. Und der 3. im Bunde ist Tim Treude, der auch, man sieht es auf dem Foto, einige Zeit für uns gespielt hat, und zwar für unsere U23. Dann habe ich einen wunderbaren Zeitstrahl, den ich schon 78.000 Mal korrigieren musste, weil er natürlich eigentlich viel ambitionierter war, bis Corona uns dazwischen kam. Ich hätte liebend gerne ein Sichtungstraining im März, April stattfinden lassen. Ich glaube, dass der Andrang sehr, sehr groß gewesen wäre, auch die mediale Aufmerksamkeit wäre da gewesen. Und wir hätten live vor Ort trainieren können, hätten uns die Spielerinnen sofort ansehen können. Daraus ist jetzt leider nichts geworden und wohl oder übel haben wir uns dafür entschieden, in der ersten Runde eine Videosichtung stattfinden zu lassen. Das ist vorgestern online gegangen. Die interessierten Mädchen und Frauen können sich per Video bewerben. Wir fragen da so ein bisschen die Athletik, das Passspiel und Dribbling ab und versuchen aus diesen Einsendungen eine Vorauswahl zu treffen. Und so es die Corona-Zahlenden wollen, hoffen wir, dass wir so eine Art Recall stattfinden lassen können im Juni, Ende Juni vielleicht. Und dann anhand von Spielformen, anhand eines kleinen Turnieres, dann unsere Auswahl treffen. Wir planen mit circa 22 Spielerinnen, sodass wir jede Position doppelt besetzt haben. Ist für die Kreisliga sehr ambitioniert, das wissen wir. Aber wir möchten da auch ein bisschen Varianz reinbringen und möglichst vielen im ersten Jahr, in dem wir nur eine Mannschaft haben, die Chance geben, eben bei Borussia Dortmund spielen zu können. Und wir haben noch ein paar Einschränkungen. Wir nehmen erstmal nur Spielerinnen, die im Umkreis von 35 Kilometer von Dortmund wohnen, eben weil es die Kreisliga ist und das keinen Sinn machen würde, wenn jemand 2-3 Mal die Woche 100 Kilometer zum Training und zu den Spielen fährt. Das möchten wir nicht. Wir wissen grundsätzlich, dass es ein sehr schmaler Grat ist. Wir wollen ein starkes Team haben, aber es darf eben auch nicht zu stark sein. Wir haben die Ambition, schnell aufzusteigen. Dennoch möchten wir natürlich auf sympathische Weise auftreten und in der Liga spielen. Wenn man jedes Mal 10-0 gewinnt, weil man einfach zu gute Spielerin hat, macht das den anderen keinen Spaß und macht einen unsympathischen. Das möchten wir unbedingt vermeiden. Zudem haben wir gesagt, wir bleiben bodenständig. Wir fahren nicht mit einem Mannschaftsbus zum Beispiel zu Auswärtsspielen. Unsere Spielerinnen bekommen kein Geld in den ersten Jahren. Es gibt natürlich Spritgeld, wenn sie mit ihren Privatautos fahren. Aber das soll es auch gewesen sein. Und dann haben wir noch die Trainer, die alle eine Vollzeit bekommen und bei uns erstmal auf 450-Euro-Basis angestellt werden. Wir wollen zumindest Frauenfußball professionell arbeiten und legen natürlich auch Wert auf Marketing, Kommunikation und Sponsoring. Und das Marketing wollen wir ganz getreu unseres Markenkerns aufziehen. Wir wollen echt und nachhaltig sein und vor allem zielgruppengerecht. Sprechen hier teilweise eine andere Zielgruppe an, als wir es bisher getan haben. Wir wollen ernsthaft, authentisch und leidenschaftlich kommunizieren.
Der Frauenfußball wird auf allen großen BVB-Kanälen stattfinden. Wir haben einen eigenen Bereich auf der Homepage. In den sozialen Kanälen werden wir groß vertreten sein. Wir werden außerdem einen eigenen Instagram-Kanal eröffnen, sobald das Team steht und wir ein bisschen Content haben und auch dort berichten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen nicht so nebenher laufen irgendwie, sondern eben auch wirklich stattfinden. Eben auch auf allen kommunikativen Kanälen. Und ja, der Vortrag zum Sponsoring eben war ganz interessant, weil ich mich auch damit auseinandersetze, natürlich mit der Unterstützung unseres Vermarkters, aber auch da sind wir sehr, sehr inhaltlich unterwegs. Ich finde, man muss mal aufpassen, dass man nicht irgendwelche blöden Klischees bedient. Dennoch gibt es viele Partner, die sich überhaupt nicht für den Männerfußball interessiert haben bisher, aber jetzt sagen so, boah, Frauenfußball finden wir super, passt perfekt zu uns und wir würden gerne partizipieren. Zur Professionalität gehört auch noch, dass die Vereinsführung voll hinter diesem Thema steht, weil wir auch gesagt haben, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und man findet wirklich für alle Themen Gehör und Akzeptanz. Und ich glaube, dass das einfach die richtige Basis ist, um erfolgreich die Abteilung aufbauen zu können. Einmal einen ganz kurzen Überblick, wie sich das hier in Dortmund knubbelt. Wir fangen in der Kreisliga an und dort gibt es tatsächlich nur Dortmunder Vereine. Wir fahren quasi nur vom einen Stadtende ans andere Stadtende. Und es dünnt sich aber ganz schnell aus, sobald es in die höheren Ligen geht. Und momentan spielt noch der SV Berghofen in der zweiten Liga. Ist auch ein Dortmunder Verein. Ich glaube, es sieht aber nicht ganz so gut aus. Dennoch hoffe ich, dass wir da nach und nach auch weiter klettern können. Dann war die Frage nach den Vorteilen, die eine Frauenfußballabteilung haben, dessen Verein eben ein großer Männerverein ist. Und ich sehe da natürlich erstmal ganz, ganz viele Vorteile. Wir haben Expertisen in allen Bereichen. Das heißt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben viele gewachsene Strukturen, können uns davon etwas abschauen, können Strukturen weiterentwickeln. Haben tolle Trainerteams im Jugendbereich, die sofort gesagt haben, na klar, wir bieten deinen Trainern, bieten wir Hospitationen an, wir vermitteln ihnen das BVB-Gefühl, wie handeln wir, wie agieren wir, wie treten wir auf, wie bauen wir unsere Trainings auf. Da kann also ein enormer Wissenstransfer stattfinden, die Werte von Borussia Dortmund werden weitergegeben und ja, eben auch Handlungsempfehlungen. Da ist also ein sehr, sehr offener Austausch und ich habe noch niemanden erlebt, der sich mit verschränkten Armen vor mich gestellt hat und gesagt hat, nee, mit dem Frauenfußball will ich nichts zu tun haben, ganz im Gegenteil. Und ich empfinde das als ganz, ganz positiv. Den Jugendbereich habe ich gerade schon angesprochen. Wir haben einen großen Jugendbereich, ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum natürlich und eine sehr gut funktionierende Fußballakademie, die auch mit dem NLZ verknüpft ist. Und da sieht es auch so ein bisschen unsere Struktur vor, unsere Überlegungen gehen dahin. Wir möchten natürlich, dazu komme ich auch gleich noch, in den nächsten Jahren weitere Teams aufbauen und nutzen da auch unsere Fußballakademie, die auch schon sehr viel für Mädchen und jugendliche Mädchen anbietet, aber auch ihr Angebot ausweiten möchte und das nicht nur zentral in Dortmund, sondern auch dezentral. Wir haben viele Partnervereine und erhoffen uns auch dort, deren Know-how zunutze machen zu können und zu kooperieren zu können, um da in den nächsten Jahren was aufzubauen und vielen Mädchen auch von außerhalb die Chance zu geben, vielleicht irgendwie in unseren Fokus rücken zu können. Ein weiterer Vorteil findet sich, glaube ich, in der Identifikation, denn ich kenne natürlich hier auch viele Fußballspielerinnen in Dortmund, die sagen, hey, wir sind auch genauso wie du, Svenja, BVB-Fan. Und was du dir früher mal gewünscht hast, wünschen wir uns jetzt. Wir möchten so gerne für diesen Verein spielen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das kann bestimmt auch jeder nachvollziehen, wenn man für etwas brennt, wenn man für eine Marke brennt, ist jetzt natürlich sehr aus dem Marketing heraus,
dann gibt man immer noch einen Tacken mehr, als man es für etwas tun würde, was man nur okay findet. Und das finde ich persönlich ist auch eine super Herausforderung. Wir haben Infrastrukturen, wir haben tolle Trainingsfacilities, wir haben medizinische Betreuung. Das Know-how habe ich eben schon angesprochen. Wir haben mit Puma einen Sponsor, der das Team erstmal ausstattet, auch natürlich im Rahmen des Kooperationsvertrages. Und wir haben eine tolle Fankultur, viele Mitglieder, die offen sind für den Frauenfußball, die sich damit beschäftigen oder beschäftigen wollen. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an unser erstes Spiel denke, weil ich glaube, da kommen nicht nur die Eltern und die Familien der Spielerinnen, sondern auch viele Fans. Und da möchte ich nicht unbedingt tauschen mit den Mädels, die auf dem Platz stehen, weil, wie gesagt, ich bin schon allein beim Gedanken daran etwas nervös. Zu guter Letzt sind natürlich aber auch einige Herausforderungen, vor denen ich stehe. Wir möchten gerne langfristig wachsen. Ich möchte ein langfristiges Konzept entwickeln mit einem eigenen Unterbau, mit einer eigenen Jugendabteilung, aus der wir dann auch schöpfen können. Aber auch unsere Kapazitäten, was Trainingsplätze beispielsweise und so angeht, sind irgendwann begrenzt. Wir starten erstmal in der Fußballakademie. In den Abendstunden ist das kein Problem zu trainieren. Wir können dort am Wochenende spielen, haben aber beispielsweise bei unserem Profigelände, was ein bisschen außerhalb liegt, keine Kapazitäten mehr frei. Und wenn wir irgendwann größer werden, wenn wir mehr werden, müssen wir natürlich eine geeignete Heimat finden. Und ich möchte ungern noch einen weiteren Bereich aufbauen. Wir haben schon das Stadion, Geschäftsstelle, Fußballakademie und eben das Trainingsgelände an verschiedenen Orten. Und ich weiß zufällig aus Leipzig, dass die Mädchen und Frauen da an ganz unterschiedlichen Orten spielen, trainieren. Und da fühlt man sich schnell ausgeschlossen oder wie das fünfte Rad am Wagen. Und das möchten wir unbedingt vermeiden. Und deswegen denke ich jetzt schon drüber nach, wie das in vielen Jahren aussehen kann. Ob wir noch irgendwo umbauen können, ob wir was erweitern können. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung, die natürlich auch viele finanzielle Mittel fordern wird. Da ist es wieder ein Vorteil, dass ein großer Verein hinter mir steht. Allerdings muss man auch für jeden Euro kämpfen, wie es in den meisten Bereichen ist. Und ja, ich bin gespannt, wie ich das wuppen werde. Und das war es auch schon von mir für diesen Moment. Ich habe mich, glaube ich, genau an die 20 Minuten halten können. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Vortrag. Ich kann ja nur anbieten, gerne auch in den Austausch zu gehen. Einfach auch anhand der Power, die du an den Tag legst. Ich glaube, das ist einfach dieses Potenzial, was wir alle sehen und diesen Weg auch zu gehen. Und dafür bist du das beste Beispiel, von klein auf quasi den Frauenverein dort aufzubauen, sollte auch für uns einfach ein Zeichen sein, wo der Weg hingeht. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, wenn du deine Präsentation hinterher verfügbar machst. Ich denke, da sind alle TeilnehmerInnen selig, wenn sie dann da doch nochmal den Einblick bekommen, weil das so umfangreich ist und extrem spannend und auch einfach als ein wunderbares Best Practice für andere Initiativen und Vereine sicherlich wirken kann. Danke. Sehr gerne, danke euch.